Ja, Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Wir machen heute ein Doppel. Ja. Ne? Da hinten ist der Triple, der Molly. Ne? Wie dem auch sei. Proluxi ist am Start, Lost Adventure Hunting ist am Start. Ja. Beben, Alex Experience ist am Start. Und wir befinden uns heute hier in einer ehemaligen verlassenen Arztvilla, ne? Ja. Ärztevilla. Auf jeden Fall gibt es hier so einen Gynäkologenstuhl. Und was das hier bringt, das seht ihr wie immer jetzt. Viel Spaß mit dem Video. So, Freunde, was finden wir hier noch alles? Boah, krass. Guck mal, hier noch ein alter Schallplattenspieler. Hier ein altes Tonbandgerät. Ein Diaprojektor. Und hier eine Sitzecke. Leute, schaut euch mal die Maske an. Ist die nicht gruselig? Wie man hier schon sehen kann, gab es hier auch eine Terrasse. Ein Stuhl steht da noch. Na, schauen wir ganz einfach mal nach einem MHD hier von so einer Flasche. Steht das immer auf dem Deckel, ne? Nein, hier steht es. 30. April 17. Also könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie lange das hier schon verlassen steht. So, Freunde, hier befindet sich noch ein Behandlungsstuhl. Ein alter Tropf hängt hier auch noch, mega alt. Und hier werden sicherlich damals die ganzen Medikamente drin gestanden haben. Alles, was man so halt als Arzt gebraucht hat. Das sind auch noch riesengroße Flaschen. Schauen wir mal runter in den Keller. Was es dort noch so gibt. Ah, guck mal, hier ein ganz alter Tresor. Eine Kerze. Ja, ich kann mir das so richtig vorstellen. Hier war damals bestimmt irgendwas gelagert, wie Konservendosen. Und oder Lebensmittel. Hat man halt in den Keller aufbewahrt, weil es halt hier relativ kühl war, auch im Sommer. Und da habe ich mir den Kopf angehauen, aua. Da ist ein bisschen tief. Hier befindet sich noch, ja, so Gartenzeugs, würde ich sagen, ne? Was Hausmeister so brauchen. Ist auch noch ein Rasentraktor vorhanden. Steht hier auch noch drin. Hier riecht es auch leicht nach Kraftstoff, würde ich sagen. Sehr gläubisch hier, die Leute. Mal. Ja, hier befindet sich noch ein alter Flügel. Ein paar Leute, guckt euch mal das Waschbecken an. Das sieht man auch selten. Hier noch ein Bad. Relativ alt eingerichtet.
Blick raus in den Garten. Schlafzimmer hier gewesen. Aber alles so antik eingerichtet. Schaut echt richtig gut aus, ne? Diese alten Schränke. Und was war das hier gewesen, Freunde? Wenn ihr wisst, was das war, schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Schaut auch gerne mal bei meinen Kollegen vorbei. Diese werde ich in der Infobox verlinken. Und ich würde euch sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.